Battery? Das ist meine Frage. Weil ich glaube, ich habe Banane bei Summit gesehen im Chat. Das ist so weird, wenn man einfach so Leute aus Deutschland so sieht bei so einem Chat. Ey, ich finde es super witzig, immer wenn im Chat so eine Million Leute sind. Und dann sieht man einfach so random einen. Ja. Yeah. Warte mal ganz kurz. Ich habe... Auf wen hast du eigentlich mehr Bock zu spielen? Dennis. Also die können ja auch, die spielen ja noch gegen Dennis, oder? Ey, nee, Dennis ist schon draußen. Ah, was? Der hat gegen Refusi verloren. Kacke. Jetzt muss ich gegen Refusi verlieren. Ja, ich schätze es ein. Ja, nee, warte mal. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich bin gegen die Fox nicht so gut gewappnet gerade. Ich glaube, Pathos ist besser. Oder? Aber gegen Jan wäre die Schmach größer. Ist halt WG oder Team Shalobu. Das ist sowieso, dass es Team gewinnt, ist klar. Aber das ist ja auch im Finale so. Es ist nur noch Shalobu drin übrigens. Shalobu! Shalobu Top 4. Es sind 4 Shalobu-Spieler drin? Alle Top 4. Ah, nee, Alex ist auch Shalobu. Wahrscheinlich noch einige andere. Das ist auf jeden Fall extrem knapp hier an der Stelle, muss man mal sagen. Das hier? Oh ja. Und die Newcomer sind auch Shalobu. Die Leute waren heute da. Heute waren 15. 14. So muss das also sein. Also schön für dich. So muss das sein. Das war auch voll lustig, letztens bei Summit habe ich einfach im Chat Downgrade falsch gesehen. Das ist so weird, wenn man so Leute im Chat sieht. Unseren? Ja. Klar. Es gibt ja nur einen Downgrade Falco. Ich wusste nicht, dass wir für einen... Also zeig mal Emo. Nee, ich meinte im Chat habe ich gesehen. Achso, das ist ein Chatter. Ja, das ist ein Emo. Ja, bei Summit im Chatter. Wir könnten am Mittwoch die Venue kriegen. Mittwoch? Dann lege ich nächste Woche Donnerstag ist Feiertag. Ist noch nicht zu. Achso. Mittwochsedition. Nicht hier Donnerstag. Und wegen dem Feiertag dürfen wir hier nicht rein? Scheinbar nicht. Ist ja crazy. Also wir haben halt den Schlüssel nicht, wir müssen den über abholen. Und wie man das da haben, wir nicht geben. So. Und man darf den halt jetzt nicht mehr über Nacht fahren. Achso. Scheiße. Ja. Ist hier, wurde hier was geklaut oder was? Ja, die ganze Zeit. Echt? Jetzt ernsthaft? Also in dem anderen Gebäude. Die, echt, ja? Ja, also die. Das sind halt ein easy Target, man weiß, dass da abends keiner ist. Okay. Ja, und dann weiß er doch, dass die immer irgendwie so Computer oder sowas da haben. Ne? Dann, ja, dass unser Zeug noch nicht wegkommt. Ja, ist ja nicht so. Nee, das ist halt auch. Also, und hier unten kommst du halt wirklich rein. Aber und ich glaube, hier drinnen ist auch nicht so krass wie halt drüben. Ja, stimmt, du weißt nicht, dass es da unten ist. Hier ist halt nur ein Fernseher und dann checkst du gar nicht, dass du unter dem Teppich oben musst. Ja, genau. Also ich glaube unser Zeug ist sicher. Außerdem, warum will jemand unser Zeug haben? Weil ja, ein PC oder so. So ein schäbiger Computer so. Ja. Also, nein, das ist nicht so gut. Der ist nicht so gut. Ja. Für Stream reicht ja auch nicht so ein guter. Also, das ist ja aber auch bei den drüben so, das ist so der Hauptschaden ist eigentlich eher der, den das zu ersetzen so und ja, nicht, was die da verdienen. So. Ja. Das ist halt ein bisschen dumm, aber I don't know. Criminals wollen wir nicht verstehen. Also entweder einen anderen Tag oder ein Picknick. Oder Picknick. Wir können auch beides machen. Einen anderen Tag und Picknick. Ja. Ich glaube, mit einem Fahne da geht ab. Was da geht ab? Fahne da geht ab. Ich habe mich eigentlich schon gefreut, dass am Donnerstag gut geht, weil ich da nicht arbeiten muss. Ja. Und ich kann es geil, mal so richtig fresh hier zu sein. Man kann auch irgendwo in einem Haus, in einem Heim.
Im Altersheim. Bei eurer WG. Im Seniorenhaus. Wäre theoretisch möglich. Ja, aber ich, also ein 8-Mann-Weekly könnte man locken. Das, das Problem ist halt, das Problem halt woanders ist halt, dass man eine Bahn braucht. Was? Eventuell in einem Hotel so. Nee, ich meine halt irgendwo zu Hause. Aber Altersheim haben wir auch, man. Ich spiele einfach auf Karl. Auf den Karl-Setup-Projekt zu Hause. Ja, so machen wir es. So machen wir es. Naja, Mittwoch ist ja auch. Mittwoch ist doch eine solide Lösung. Mittwoch ist auch ein Tag. Oh mein Gott, das sah so weird aus. 76. Andersrum, 167. After Rest killt nicht mehr. Was ist Kind vergessen? Rest war off the table. Nächste Woche kein Jedo. Nächste Woche ist ausnahmsweise Mittwoch. Oder? Also das wäre wär eine Möglichkeit. Aumi. Das wäre eine Möglichkeit. Vielleicht. Oh, schöner Rap. Alles Puff, das ist Stage, da kann man schon mal verlieren als Fox. Wir können ja mal einen Fall machen dann. Oh, das wäre das wär. Oder? Ein Pole wäre, glaube ich, am besten dann bei sowas. Oh, Jam Up Smash. Broken. Fast Fox, nice, bro. Fast 9%. Nice Prozent. Max ist auch zurück, ist die Frage. Das ist auf jeden Fall easy drin. Das war die einzige Stage, wo Puff nicht bei den Killpoints sind. Schon in der Nähe spawnen. Also ein bisschen muss man arbeiten als Yoshi's oder Battlefield oder so, aber... Maxi Powershield einfach hat alles? Alle Powershielden alles? Ja, noch 5, 6, 7, 8 Laser. 1, 2... Was geht dann? Afro-Up-Air? Oh, das war's. Oh, oh, der Big Short, was? Oder war es der längste, längere Short? Ich glaub, das war der dritte Short, ne? Alter, der war heftig. What the fuck? Oh, das war... Oh! So, noch 20% dann killt Afro-Up-Air. Okay, Afro-Up noch ein Laser. Ja, Mist. Vorne tief. Oh! 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 Ah, keine Decke. Oh mein Gott, das war's. Und das war's. Ist tot. Oh mein Gott. Ja, ja, das ist der Jähl. Er hat den Grab, er wollte den Upsmash jetzt einfach grabben können. Nemi, genau, Nemi. Oder Aumi, ausnahmsweise Mittwoch. Das Weekly. Turbulent Wednesday. Ja, stimmt. Gab's ja nicht. Ja. Das war doch mal wo, bei R oder wo? Ja, das war vor R, genau. Vor R4, glaube ich. Boah, das war's. Lido Wednesday Edition. Das filmt schon was. Da kommt dann eine ganz andere Klientel. Ja, genau. Oh! Ich komme auf eine Steve und Sam und alle Kusan. Das Problem war einfach nur, dass die ganze Zeit donnerstags nicht konnten. Ja. Kannst du dann, wenn du hier platzierst, auch in den Ladder kommen? Ja, also sind die Top 8 aus den Punkten und dann die Top 7 aus der Ladder, die nicht in den Top 8 der Punkte sind. Ah, so. Ja. Das heißt, deine Ladderpunkte sind egal. Naja, also wenn ich Top 8 komme. Ja. Also es kann ja sein, dass ich noch rauskomme, wer weiß. Das also, wäre halt unwahrscheinlich, wenn du jedes Turnier Top 8 spielst. Ja genau, dann würde es der Ladder halt unwahrscheinlich, aber so. Oh! Aber sagen wir beide. Ja, okay. Also dieser Tag auf Reddit war überhaupt nicht... Die Punkte motivieren, glaube ich, aber der halt Klatsch. Ist geil, ne? Ja, das motiviert mich tatsächlich. Komm, was? Hast du Arthur gehört? Was? Es motiviert ihn, dieses Circle. Ja? Die Punkte motivieren mich. Okay. Wenn es die Punkte nicht gibt, werde ich nicht auf jeden Fall. Dann wärst du nicht da. Sonst hätte mir nicht geglaubt. Ja, es war... Achso. Ja, ich hab schon eingetaucht. Ah, er hätte direkt absmerken können. Oh. Oh! Er wollte auf Nummer sicher gehen. Nummer sicher war Nummer falsch. Oh, stimmt auch mit Absmash. Er könnte aber auch mit dem falschen Roulette schreiben. Das könnte auch. Oh mein Gott, das war ein Teil. Oh, den Drift gereadet. Den Reed gedriftet. Ah. 1-1, oder? Ja. Das ist totgleich. Das ist mega knapp. Das sind gleiche Steffen. Das hat Banane geschrieben. Nami, Nemi. Das ist schon fucking Weep hier. One Piece. Best Story ever.
Oder League of Legends. League of Legends hat die beste Story. Ja. Ja. Besser als Twilight. Ja. Obwohl, die Serie von League of Legends ist ziemlich cool. Oh, der Pound. Oh! Er hat keinen Job. Was war das? Entschuldigung. Er hat alle Jumps. Entschuldigung, keine Jumps. Sorry. Oh mein Gott. Boah, Alter. Das Spiel ist so heiß. Das ist heiß. Das ist so heiß. Also, Temperatur. Oh, kommt zurück. Oh, nee. Fucking Whitescreen-Melee macht mich komplett verrückt. Ja, und das ist scheiß Mikro im Weg, das hilft gar auch nicht. Ich hab's überhaupt nicht. Kannst ja da gucken. Kann ich nicht. Ich werde das Mikro... Hey, das ist ja crazy. Im Hintergrund von Yoshi's Story ist Yoshi's FD. Ja. Da liegt es aber auch noch. Wieso gibt es das nicht? Kleines FD. Wusstest du, dass Yoshi's Story einfach auf so Pappcontainern gedrückt ist? Deswegen ist das so ein Glas. Ne? Ja. Deswegen ist das so ein Glas da hinten, weil das so ein Ikea-Container ist. Echt? Ja. Ach so. Das ist diese Warnung, Glaswarnung. Ah. Ja, genau. Vorsicht, zerbrechlich. Ja. Ah. Zerbrechlich. Und was hat das damit auf sich, dass dein Gesicht... Captain Falcon auf dieser Stage. Und was hat das damit auf sich, dass dein Gesicht da hinten von dem Elefanten rumgetragen wird? Das ist weil ich da bin. Keine Ahnung. Ah, das war, glaube ich, das Idee von Julia. Oh. Oh! Oh. 2-1, Wahnsinn! 1 auf dem Counterpick von Fox? Ja, aua. Mann. Glaubst du jemanden, den du lieber spielen würdest? Wahrscheinlich Kaffee, ne? Nee, ich bin nicht so fit gegen Kaffee gerade. Von den Janis in den Griff? Ich bin gegen keinen fit, deswegen denke ich mir so, keine Ahnung. Also ich habe schon gesagt, ich glaube gegen... Gegen Maxi fühle ich mich unsicherer. Ja. Aber gegen Jan wäre die Schmach zu verlieren größer. Achso. Jan hat es krass gemacht. Ich glaube, das ist. Also ja, ist doch keine Schmach oder so, aber halt. Du weißt, was ich meine. Ich könnte vor allem heute gegen jeden da verlieren. Ich dachte auch, ich verliere gegen Nix Fresh, wenn ich ihn rein habe. Wie gesagt, wie gesagt. Hast du gegen ihn gespielt? Nö, nicht. Das hätte ich verloren. Wahrscheinlich, aber gut, dass du nicht gespielt hast. Ja. Aber da hat mir das Seeding auf jeden Fall ein bisschen geholfen. Ja. Aber das Seeding hilft immer, weil eigentlich immer, wenn ich da bin, Dennis muss eigentlich auch mal... Da muss ich immer gegen Dennis, ne? Eigentlich muss Dennis das nächste Mal mindestens vierter. Ja, eigentlich. Weil Maxi hat ihn jetzt schon outplaced die meisten Male. Ja, jetzt nicht immer. Ich glaube, letztes Mal wahrscheinlich... Ich glaube, Winners halt Winter, aber Losers halt verliert Max. Max hätte jetzt gewonnen. Ja, ich denke, nächstes Mal kann man das. Ich finde halt, legitim Weekly Seeding könnte man einfach auf dem letzten Mal basieren. Ja. Hof ist dann auch ein bisschen. Ja, mehr oder weniger, finde ich. Also teilweise. Ja, also nicht komplett natürlich. Ich würde jetzt nicht. Wenn einer mal einen krassen Run hat oder so, würde ich jetzt nicht sagen, er ist jetzt erster Seed, aber halt so. Sowas wie jetzt, was eh halt. Abhängig von der Woche ist. Sowas, was eh abhängig von der Woche ist. Sowas wie halt. Dennis über Maxi, finde ich, kann man halt wirklich von Woche zu Woche. Das kann man wirklich sehen, ja. Wie findet ihr eigentlich die Idee, die Bottom Speeds zu schaffen? Ja, finde ich gut. Können random machen, aber das wird nicht viel ändern, denke ich mir. Andere Match, verschiedene Matchups. Ja. Ich bin mir so 80% sicher, dass wenn das passiert, dann wird auch wieder Ofis gegen Baumwolle spielen. Und sich aufregen. Wir können es mal probieren, einfach so um. Das ist halt tatsächlich krank. Eine Konstante. Oh mein Gott, ich glaube, er hätte absmashen können. Oh. Mutig. Aber Maxi am Aufdrehen. Ich hätte Falling Up für die Fans gemacht. So oft. Das wäre sick gewesen, aber man kann nicht alles haben. Naja, 3 Socks. Nächstes Mal vielleicht. Anyway, Game 5. Die zerstören sich schon gegenseitig ein bisschen, ne? Wie was? Die zerstören sich, je nachdem, wer als erstes den Lead kriegt. Und 2 Missed Rests waren natürlich eklig jetzt gerade. So viele Game 5s heute schon wieder. Kann man alle schon so lassen? Oh yeah. I think you can, yeah. You can sign in the bank. Oh, okay. 5 Euro auf Le Fruzi, sagt Banane. Ja, ich würde auch mit 5 Euro setzen auf Le Fruzi. Das ist schwer jetzt. Fuck.
Ich setze keine 5 Euro. Ich habe ein bisschen Lust zu gamblen, aber ich habe auch nicht so. Also, ich wollte eigentlich ein bisschen sparen diesen Monat. Ich auch, Mann. Sorry, kann ich. Aber wenn du gewinnst, kannst du noch mehr sparen. 3-2 für dich? Ja. Wenn du einfach richtig gamblen würdest, könntest du doppelt so viel sparen. Einfach dein ganzes Erspartes gamblen. Wahnsinn. Gute Idee, oder? Oder? Ich denke schon. Das hat dein Vater genauso gemacht. Einfach gewinnen. Hör auf zu verlieren. Und dann fahr auf. Das hat er auch gemacht. Echt schieß. Der gewinnt auch einfach. Der gewinnt tatsächlich gar nicht. Nee. Aber Glücksspiel verlieren wir eigentlich immer. Aber besser ist Glücksspiel als Krypto momentan. Das muss man so sehen. Was ist? Besser Glücksspiel als Krypto. Das ist ja Glücksspiel. Ja, das ist aber schlimmer. Sorry. 90% down. Beim Glücksspiel gewinnst du wenigstens 40% der Zeit. Ja, aber das ist ja mit also ist jeder bei Aktien oder so, meine ich jetzt halt. Ja. So, das ist ja das Gleiche. Das ist ja nur Fucking Internet Aktien einfach. Und Aktien waren vorher schon im Internet. Nicht so weird. Guck mal, jetzt kehrt Maxi hin und jetzt sieht es nicht mehr so gut aus. Wie kommt man mit Puff hinein? Oh, das war's. So kann man rein. Das sieht nicht so gut aus. Der Rest wäre auch gar nicht so gut gewesen, wenn man einen Stock-Track und einen Stock-Up. Also, ja, aber mit so Low-Pass hat er den nächsten Rest. Das ist gut für Fox. Also er wollte den Rest. Ja. Das wäre überhaupt nicht schön. Jan wird ein bisschen desperate mit dem Rest hier. Jan hat gute Momente, aber er ist kein Closer noch. Irgendwie. Ja. Da fehlt noch so ein bisschen. Er ist ein Offener. Da fehlt so ein bisschen so die Consistency im Skill und auch so vielleicht ein Gameplan. Wir haben darüber letzte Woche geredet, da hat nicht so richtig ein Gameplan leider auch. Und das fehlt dann, das merkt man dann. Ja, leider. Da muss man noch ein bisschen, wenn man das ein bisschen noch. Ah, das war eine Chance. Ich glaube, er muss jetzt noch den Zeug noch holen und dann hat er den nächsten. Oh, jetzt geht's ab hier. Schön. Und Maxi ist cool. So, jetzt hat er die Chance. Das ist even. Okay, ist nicht mehr even. Jetzt nicht mehr even. Du hast, das ist ein guter Commentary hier auf jeden Fall. Ich bin beeindruckt. Oh, er will den Grab zu sehr. Maxi gibt den nicht. Peter soll jetzt resten. Oh, das könnte. Oh, das war's. Jetzt soll, könnte im Prinzip. Ich glaube, jetzt sollte er nicht mehr resten. Ab 3 Stocks gegen 1, das ist. Also, wenn er das macht, dann ist. Das klatscht dort dann einfach. Ja, Banane will, dass wir alle auf eine Füße gesetzt haben. Sieht nämlich alles danach aus, aber ein guter Effort hier von mir. Banane hat halt, keine Ahnung. Er hat so FC Bayern gegen FC Posemucke gesehen, war so auf FC Posemucke, auf FC Bayern. Oh, Downflow vielleicht. Down. Oh, Chiki. War das normal? Oh! Jans große Chance. In der Corner ein Downtilt, lass ihn zurückkommen, der Downtilt killt. Jeder Stop-Trade. Jeder Trade ist schlecht. Sag's nicht. Good shit an die Competitor. Gut gespielt. Zwei Stocks.